was machen Sachen? Ja, wie der eine oder andere mitbekommen hat oder Leute, die die Titel lesen können, wissen jetzt Bescheid. Unreal Engine 5 ist raus. Bin jetzt auch erst beim Early Access, aber sie ist da und jeder kann sie nutzen. Was ich halt echt eine schöne Sache finde, dass jeder sie testen kann und keine ausgewählten Gruppen. Also hat jeder Zugang und jeder kann sie nutzen. Ich habe sie natürlich selber auch getestet, wenn jetzt nur ein paar Tage, weil so lange ist sie ja noch nicht draußen. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Viele Sachen, die wir aus der vierten Version kennen, haben sie in die fünfte übernommen und verbessert und auch viele neue Sachen hinzugefügt. Und bei dem Ganzen habe ich mir gedacht, ja, Unreal Engine 5 scheint ja erstmal die Zukunft zu sein. Ich werde meine Tutorials auch dementsprechend jetzt umstellen. Heißt, ich werde meine Tutorials für die Unreal Engine 4 nicht mehr weiter drehen, sondern mich jetzt auf die Unreal Engine 5 konzentrieren. Und ich werde auch, wie dieses Tutorial zeigt, erstmal wieder von vorne anfangen und euch die Basis zeigen, wie alles funktioniert. Auch wenn die Basissachen sehr ähnlich sind, finde ich es doch nochmal schöner, dass man das auch spezifisch für diese Engine hat. Und auch, weil meine alten Tutorials halt echt nicht mehr so geil sind, sie sind echt nicht gut gealtert, gerade die Audioqualität ist halt einfach RIP. Und dieses Video ist der Anfang, ist das erste Tutorial für die Unreal Engine 5 und ich werde euch erstmal zeigen, wie kriegt ihr jetzt eigentlich die Unreal Engine 5 auf euren Computer. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Und dann fangen wir erstmal an. Das erste, was wir brauchen, ist natürlich der Epic Launcher, weil die Unreal Engine ist von Epic Games und den kriegen wir natürlich über Epic Games, wo ihr auch sonst. Tut euch den Gefallen, meldet euch an. Ihr habt nur Vorteile, wenn ihr es tut. Und dann hier, holt die Epic Spiele. Dort drauf drücken. Und dann könnt ihr euch einen Installer runterladen, speichert den irgendwo ab, meistens auf Downloads, installiert den ganzen Käse, habe ich schon gemacht, brauche ich jetzt nicht machen. Wie gesagt, wie man Sachen installiert, das müsstet ihr jetzt mittlerweile alle wissen, es ist jetzt nicht so schwer. Ja. Und dann haben wir hier den Epic Launcher, wie gesagt, den habe ich schon auf meinem PC, ich brauche ihn ja nicht mehr installieren. Einmal öffnen. So sollte das ungefähr aussehen. Das ist der Launcher an sich. Wir gehen auf Unreal Engine. Dann haben wir hier Unreal Engine 5. Dann Download Early Access. Und dann kommt ihr direkt zu eurer Bibliothek und ihr bekommt hier 5.0.0 Early Access 1. Das hier müsst ihr dann nochmal runterladen und dann habt ihr endlich alles, was ihr braucht, um die Unreal Engine das erste Mal zu starten. Ihr seht, ich habe das schon gemacht. Ihr habt wahrscheinlich ein bisschen ausgegrauteres Kästchen. Wie gesagt, einfach runterladen und dann funktioniert das. Wir können die Engine direkt über den Launcher starten, ist kein Problem. Schließt danach den aber, weil er braucht halt auch ein bisschen ja, Leistung für euren Computer. Ihr könnt euch aber auch einen Shortkey setzen, wie ich. Ich habe hier mein Early Access einfach als Desktop-Shortcut, einfach um es mir einfacher zu machen, weil ich einfach stinkend faul bin. Wie man sieht, ich nutze gerne Desktop-Shortcuts für Sachen, die ich öfters nutze. Ich sollte vielleicht mal aufräumen. Egal. So, und dann startet das. Gerade beim ersten Mal starten kann es sein, dass das alles sehr, sehr lange dauert, weil halt jede Menge Sachen halt nochmal installiert und geladen werden müssen. Geduldet euch ein wenig. Nehmt etwas Zeit. Oder nehmt euch etwas Zeit, das braucht eine Weile. Wenn das alles jetzt erstmal geladen und geöffnet ist, habt ihr hier eure Bibliothek. Ihr seht auch hier eure Projekte. Ihr werdet da wahrscheinlich erstmal nichts haben, weil ihr habt ja keine Projekte. Ihr könnt auch sehen, welche Projekte sind halt noch in älteren Versionen. Steht nichts da, ist es die aktuelle Version. Ihr seht auch hier, ich habe meine Insel testhalber schon mal von der 4er 26 auf die 5er importiert. War gar kein Problem. Was Probleme machen könnte, falls ihr Projekte habt, wo ihr ein Plugin drin habt, kann es sein, dass es Probleme gibt. Es kann sein, dass es einfach das Plugin nicht richtig konvertiert wird. Heißt, ihr müsst nochmal ins Projekt gehen, die Plugins ausschalten und am besten auch so ein Projektfile löschen, um es nochmal vernünftig in die Unreal Engine 5 zu konvertieren. Gerade mit dem VRM-Converter, den wir schon mal in anderen Tutorials hatten, gibt es dieses Problem. Unreal Engine 5 kann den nicht. Oder momentan kann es noch nicht. Vielleicht gibt es ja den nächsten Plugin auch für die 5, aber gerade geht er nicht. Heißt, ihr müsst ins Projekt gehen, dem aus dem Folder löschen und auch den Plugins löschen. Dann könnt ihr es konvertieren. Ja. Das wollen wir jetzt nicht machen. Wir fangen jetzt wirklich bei 0 an und wollen ein neues Projekt. Auch hier haben wir verschiedene Versionen, was wir machen möchten, je nachdem, was unser Ziel ist. Wollen wir ein Spiel, wollen wir einen Film, Architektur oder halt Produkt. Je nachdem, was ihr möchtet, was euer Ziel ist, sucht ihr euch eins aus. Ich bin Games Artist, also was soll ich nehmen? Ich nehme Games. Generell wird sich auch hier alles um Game-related Sachen drehen. Ich werde jetzt auf die anderen weniger eingehen, weil dafür habe ich einfach die Erfahrung nicht. Und das wäre ja Blödsinn, wenn ich euch was erkläre, was ich halt selber nicht weiß oder nicht gut weiß. Hier habt ihr auch verschiedene Versionen. Was wollt ihr eigentlich machen? Jede Version hat verschiedene Vorlagen, die ihr nutzen könnt. Ich persönlich mag eigentlich First Person und Third Person dann ganz gerne, gerade für einfach nur testen. Je nachdem, was euch liebt. Gerade First Person hat eine schöne Sache, es hat eine Waffe mit halt schon Physics drin, ihr könnt irgendwas abschießen.
Und ich würde sagen, für dieses Tutorial nutzen wir einfach mal First Person. Hier könnt ihr ausruhen Blueprint oder C++. Wenn ihr nicht programmieren könnt, ihr nehmt Unreal Engine C++, nehmt Blueprint. Wenn ihr das nicht könnt, ihr macht euch nicht glücklich damit. Das ist nur, ja, nur ärgerlich. Wir machen das für Desktop, Qualität Maximum. Wir nehmen natürlich den Starter-Content. Wer möchte und kann, kann Raytracing anmachen. Ich weiß, mein Computer schafft das jetzt nicht so wirklich. Ich lasse es aus. Hier unten, wohin wollen wir das eigentlich speichern? Ich habe mir einen Ordner gemacht, wo ich schon verschiedene Unreal-Projekte drin habe. Unreal Engine, da kommt das hin. Auswählen. Und wir nennen das mal YouTube. Keine, oh, ich habe Caps Lock an. YouTube Testground. Achso, ja. Unreal Engine kann keine Leertasten. Okay. Achso, Doppelpunkt. So, okay. Ja, Unreal Engine mag keine Leertasten. Ich kann das immer noch nicht. Ihr müsst Unterstriche, Punkte, was weiß ich nehmen, aber Leertasten kann es nicht. Kreieren. Ja, jetzt müsst ihr wieder erstmal warten, bis alles geladen ist. Das kann unter anderem eine Weile dauern, bis halt alles compiled ist. Nehmt ein bisschen Zeit mit, bis das erste Mal geladen ist, dauert halt eine Weile. Sobald alles geladen ist, läuft es flüssig. Das erste Mal laden ist halt zeitaufwendig. Nach einiger Wartezeit ist endlich unsere Szene da. Wir können endlich anfangen zu arbeiten. Leute, die mit Unreal Engine 4 gearbeitet haben, fallen direkt zwei Sachen auf. Zum einen, das User Interface ist wesentlich übersichtlicher. Wir werden nicht mehr so gefühlt überschlagen von allem. Alles ist ordentlicher an oben, an den Seiten oder so. Es wirkt halt einfach aufgeräumter und nicht mehr so erdrückend. Auch eine coole Sache, unser Content-Tor, der ist hier unten, den können wir jetzt einfach ein- und ausklappen, einfach draufdrücken oder mit Steuerung Leertaste, zack, zack, jetzt ist er weg, ist er da. Es ist echt eine super Feature. Was auch vielen auffallen wird, jetzt keinen leistungsstarken PC haben. Es kann sein, dass es doch ein bisschen hängt. Bei mir jetzt ein bisschen mehr, weil ich gleichzeitig aufnehme und in der Engine was mache. Mein Computer ist halt echt nicht der geilste, aber es funktioniert ja irgendwo. Liegt jetzt einfach daran, an der Art und Weise, wie jetzt Unreal Engine 5 mit Vertices und mit dem Licht umgeht. Das ist ja eins der größten Features, die angeteasert wurden, ist einfach, das Licht wird permanent berechnet. Wir müssen jetzt kein Lichtbake mehr machen oder so, das wird permanent Licht berechnet. Und auch die Vertices werden halt auch mal anders bearbeitet. Ich will jetzt nicht so genau aufs Technische eingehen. Ich glaube, da sind andere Leute ein bisschen ja, besser geeignet dafür als ich. Ich weiß nur, ja, es wird anders berechnet, deswegen geht es halt auf dem Computer. Sieht halt am Ende auch viel schöner aus. Wir können mit Assets arbeiten, die wesentlich mehr Vertices haben wie früher, ohne dass wir halt großartig mehr Verlust haben wie sonst was. Auch Licht geht halt wesentlich angenehmer, weil wir halt diesen Bake nicht mehr so haben, wie wir ihn früher in Unreal Engine 4 hatten. Ich hoffe, dadurch, dass das Early Access ist, vielleicht wird ja ein bisschen was an der Optimierung noch geschraubt, dass es nicht mehr ganz so schlimm hängt. Ich kann aber sagen, bei meiner Szene mit der Insel hängt es jetzt nicht sehr viel schlimmer wie mit der Szene, wo weniger drin ist. Also die Vertices an sich machen jetzt nicht so groß den Unterschied aus. Es ist einfach wahrscheinlich mehr das Licht, was halt den großen Unterschied macht an der Leistung, was halt ein bisschen Leistung frisst und halt das Hängen verursacht. Ich habe ja diese Szene mit der Insel, was halt deutlich mehr Meshes drin hat, wie unsere, was weiß ich, 18 Cubes hier, 8 oder 10 Cubes hier drin sind. Ich sagte, braucht auch da jetzt keine Sorgen zu machen, wenn ihr Sachen reinladet, dass ihr gar nicht mehr vorwärts kommt. Ihr werdet immer das Tempo ungefähr gleich behalten, außer ihr macht in der Atmosphäre großartig was anderes. So. Wir haben ja hier ein schönes Feature. Wir haben ja unseren, ich nenne ihn jetzt einfach mal einen Soldat, der hat eine Knarre. Wenn wir auf Play drücken, können wir den direkt benutzen und können auch schon direkt starten und Sachen abschießen. Hier kann man nämlich das mit dem Licht besonders gut sehen, wenn wir den abschießen. Okay, jetzt nicht unbedingt den großen, der bewegt sich nicht so stark. Ja, seht ihr? Hier taucht die Neues auf. Ist einfach, das Licht ist dabei zu berechnen und deswegen passiert es, wenn Sachen sich bewegen, haben wir diese Neues. Hier sieht man es gerade schön. Sowas entsteht durch die Lichtberechnung. Wird dann im fertigen, rausgerenderten Spiel halt nicht mehr ganz so stark sein, aber dafür, dass man halt in dem Editor an sich jetzt mal rumprobieren, passiert sowas. Aber da sieht man halt einfach die Lichtberechnung nochmal, dass halt permanent irgendwo Licht berechnet werden muss. Sonst wird diese Noise nicht geben. So. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Tutorial. Wir haben unsere Szene jetzt erstmal da. Wir können theoretisch direkt anfangen. In den nächsten Tutorials werde ich euch natürlich zeigen, wie kriege ich Assets rein, wie kriege ich Texturen rein, wie arbeite ich mit den Assets, wie setze ich Materialien auf. Und also Basic-Sachen.
damit ihr es einfach nochmal gesehen habt. Und dann werden wir mit dem spezifischen Sachen draufgehen. Wie mache ich eine Landscape? Wie arbeite ich mit der Atmosphäre? Und so nach und nach werden wir halt einfach mal querbeet durchgehen. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, das wäre sehr informativ für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns öfters jetzt zu Unreal Engine 5. Ciao!